Hallo Freunde des Lichts. Ich bin hier tief im Schwarzwald auf einem Seminar und nicht mit eigenem PKW. Im eigenen PKW ist ja alles kein Problem, da kann man so viele Dinge reinpacken. Da habe ich mein Überlebenskit und Go-Home-Bag sowieso drin. Selbstverständlich, aber wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist, in deren ihrem PKW, hat man nicht so sehr die Möglichkeiten. Das heißt aber nicht, dass man deswegen planlos sein kann oder soll. Können schon, ja. Sollen nein, meiner Meinung nach. Es ist natürlich auch nicht zielführend, immer einen Bob mit sich zu führen, den sogenannten Drei-Tages-Bob. Wisst ihr, was ich meine damit? Wozu? Wir haben weder Krisen noch Kriegszeiten. Ich bin etwa 115 Kilometer vom Wohnort, von meinem Wohnort zu Hause entfernt, also Autokilometer. Also wozu ein Bob, ein Bug-Out-Bag? Macht keinen Sinn. Aber ein Go-Home-Bag macht immer Sinn. Dazu überlege ich mir natürlich schon grundsätzlich von vornherein, welche Kleidung werde ich tragen. Ist natürlich jetzt auch wieder witterungs- und jahreszeitenabhängig, ein bisschen, ja ganz klar. Für diese Jahreszeit habe ich mich für diese Kleidung, die ihr jetzt auch gleich sehen werdet, entschieden. Ich muss natürlich rechnen damit, dass es nachts bitterkalt wird, da muss ich mit rechnen. Und ich musste mit rechnen, dass es tagsüber den ganzen Tag unter Umständen regnet. Das ist ja einfach diese Jahreszeit. Weiterhin muss ich natürlich auch in der Lage sein, den ganzen Schweiß, den ich produziere, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, eine längere Zeit, dass ich den abtransportieren kann, vom Körper wegtransportieren kann, um gesund zu bleiben. Das sind einfach die Dinge, die mit dazugehören zur Planung. Da, klar, da gibt es viele Funktionswäschen etc., das ganze Plastikzeug, was man anziehen kann, aber was nicht wirklich funktioniert. Beginnen wir mit meiner Bekleidung. Nicht immer kann man jetzt zum Beispiel in so einer Jacke auftreten. Da, wo ich auf Seminar bin, da geht es. Ich hätte aber auch noch eine Auswahlmöglichkeit, zeige ich euch auch gleich. Diese Jacke hat den Vorteil, ist eine Öljacke, hat den Vorteil, dass sie wasserdicht ist über längere Zeit. Hat extra nochmal ein Cape hier oben. Wenn es regnet, wird zuerst das Cape nass und kommt gar nicht erst zur Jacke durch. Der Hut selbst ist genauso wasserdicht, auch natürlich gegen extreme Sonnenstrahlung, aber das haben wir jetzt um diese Jahreszeit nicht. Dann trage ich Schuhe, die zum einen gefüttert sind, was man um diese Jahreszeit natürlich braucht. Warme Füße, die sind weitestgehend wasserdicht, halt so weit, wie der Restverschluss reicht, klar, logisch. Also durch eine tiefere Pfütze geht nicht, aber normale Pfützen, normale leichte Pfützen auf Wegen gehen immer. Dann ganz spezielle Schnürsenkel, das ist ein Survival-Paracord. Mit dem kann man jede Menge anstellen. Wer das gern wissen möchte, was das auf sich hat, das ist also nicht das normale Paracord, das 550er mit seinen bekannten 7 Innenzählen. Das ist ein ganz anderes Paracord mit ganz anderen Eigenschaften, mit sehr vielen Vorteilen versehen. Aber da will ich jetzt nicht ganz speziell drauf eingehen. Wer das wissen will, kann sich gerne erkundigen. Das ist ein Survival-Paracord. Und so habe ich in jedem Schuh etwa 1,80 Meter Länge, Schnur, mal die ganzen Innenzählen, mal den Zunder, mal Angelschnur, aber was alles mit drin verbaut ist. Also noch viele Möglichkeiten. Ist nicht der Plan, das einzusetzen. Ich sage nur, was für Möglichkeiten das es gibt, welche Möglichkeiten da sind. Dann habe ich in dieser Tasche, also in dieser Jacke generell natürlich, mein Scarf für Kopf, Gesichts- und Halsschutz für unterwegs und im schlimmsten Fall der Fälle. Man muss ja gerade jetzt zu Corona-Zeiten, muss man unter Umständen damit rechnen, dass man sich irgendwo weit weg von zu Hause befindet und dann heißt es so, jetzt dürfen keine Fahrzeuge mehr fahren. Es werden Bars geschlossen, es werden öffentliche Orte geschlossen, es gibt Ausgangssperren, die Grenzen werden dicht gemacht, es gibt alles im Augenblick. Auch das ist unter Umständen vorstellbar. Das heißt also, dass ein Zurückfahren nach Hause nicht mehr so einfach möglich ist oder gar nicht mehr möglich ist. Will mich ehrlich gesagt nicht sehr arg interessieren.
was manche Leute meinen, jetzt aus Corona machen zu müssen. Das gibt eh eine ganz eigene Sache, weil Corona, egal was die Politiker sagen oder hoffen lassen wollen, von wegen 60-70% der Bevölkerung wird Corona haben, die anderen nicht, ist meiner Meinung nach eine ganz dicke, fette Lüge. Corona wird durch die Menschheit durchrasen. Jeder von uns wird Corona bekommen, ganz klar, keine Frage. Der eine merkt es, der andere merkt es ein bisschen schwach, der nächste merkt es stärker und ein anderer wiederum merkt es sehr stark. Und dann gibt es wieder diejenigen, die eine Intensivstation brauchen, das ist dann die Spitze, oder eben auch diejenigen, denen ihr Immunsystem zu schwach ist und die unter Umständen das Zeitliche segnen. Aber falls jetzt eine Fahrt mit dem PKW zurück nicht mehr möglich sein sollte, muss ich auch die Gelegenheit nutzen können, auf andere Art zurückzukommen. Deswegen ist natürlich selbstverständlich auch immer ein Wegeplan, ein grober Wegeplan bei mir in der Tasche, über die Strecke von 115 Kilometern. Jetzt mit topografischen Karten unterwegs zu sein, das ist ziemlich gaga. Da gibt es so einen Kartenstapel und ist auch völlig unsinnig, völlig unsinnig. Und warum, das seht ihr auch nachher noch. So einen Notfallplan, also groben Rückreiseplan habe ich nicht nur einen dabei, natürlich, klar. Im Back ist auch noch ein zweiter. So, zum Anzugsaufbau. Das ist jetzt erstmal dreischichtig. Kann es aus vier Schichten machen, mit dem, was ich hier noch dabei habe. Also vier Schichten reicht dicke für alle Situationen. Aber kommen wir zu meinem Back. Dieses Back habe ich dann im Auto des Bekannten, mit dem ich mitfahre. Das ist ein kleines, schnuckliges Back. Geht immer. Unauffällig habe ich auch im Seminarraum mit dabei. Das Back verlässt mich nicht oder ich verlasse das Back nicht. Eins von beiden. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Einmal von außen, was sowieso immer dran ist, das ist der Kienspan, den ich für andere Einsatzmöglichkeiten habe, indem ich jetzt zum Beispiel eben auch noch Dinge hier einspanne, zugegebener Zeit. Heute nicht, heute brauche ich es nicht. Also Kienspan auch mit dabei. Nochmal ein bisschen Survival Paracord. Aber das ist eher nur zum Befestigen. Das ist also nicht mit der Funktion des Survival Paracords gedacht. Dann habe ich eine weitere Oberjacke mit hier dabei. Eine atmungsaktive Oberjacke, das heißt, wenn es nicht regnet, und diese Jacke sollte mir zu schwer und zu wenig feuchtigkeitsdurchlässig sein, wechsle ich auf die luftigere Jacke. Dann habe ich was ganz, ganz Wichtiges, wenn man unterwegs ist. Heute in den Corona-Zeiten habe ich immer Corona mit dabei. So kann ich jederzeit sagen, auf Distanz schon, bleibt weg von mir, ich habe Corona. Und ich lüge nicht. Weiterhin ein Notizheft mit Schreibmöglichkeit, ist klar. Dann, was immer dabei sein muss, immer. Ein Kompass mit Entfernungsmesser oder Entfernungszähler, klar. Das ist an sich ein ganz wichtiges Teil, wirklich ganz wichtig. Dann habe ich eine weitere Hose, weil ich trage jetzt hier die Jeans für den ganz normalen Aufenthalt. Jeans reicht mir, wenn ich unterwegs bin, auch bei Minustemperaturen bis 10 Grad etwa, reicht mir die ganz normale Jeans an den Füßen, weil die Füße sind, wenn man unterwegs ist, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ständig so dermaßen in Bewegung, da wird es nicht kalt. Nur wenn man dann anhält, wenn man übernachten muss etc. etc., dann ist natürlich jetzt ein entsprechender Kälteschutz an den Beinen ganz wichtig. Deswegen Thermohose. Erste-Hilfe-Kit. Es ist nicht erforderlich, jetzt ein großes Erste-Hilfe-Kit mitzunehmen. Wir sind in Friedenszeiten, wir haben keine Krise. Es geht darum, dass man die allernötigste Grundausrüstung dabei hat. Hier natürlich auch Chlordioxid mit drin. Habe ich euch aber schon mal gezeigt in meinem Mini-Erste-Hilfe-Kit. Das Video könnt ihr euch gerne mal anschauen. Auch mit Chlordioxid, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ist Chlordioxid natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Arbeitshandschuhe sowieso. Verletzen sollte man sich nicht, wenn man jetzt unterwegs ist und muss sich das Zeug zusammenbrechen, ein paar Ästchen zusammenbrechen etc. Meine Strecke ist etwa
115 Kilometer. Hier habe ich ein bisschen ein Fachbuch, was ich brauche auch im Seminar. Und hier haben wir nochmal den Rückreiseplan. Da kann man auch sehen, ich bin automäßig, hier sind es 116 Kilometer. Bedeutet für mich 2 Tage gut durchmarschiert, wenn ich frei laufen kann, wenn es nicht frei geht. Also 2 Tage, wenn ich laufen kann ohne Behinderung, wenn es niemanden stört. Wenn ich nicht frei laufen kann, wenn ich Umwege gehen muss, wenn ich Waldwege oder andere Dinge machen muss, wenn ich zum Beispiel in der Mittagszeit nicht unterwegs sein kann, sondern nur in bestimmten anderen Zeiten, habe ich mindestens 4 Tage. Und dafür müssen dann eben 2 Energieriegel, Suppe abgepackt und Kaffee abgepackt, müssen dann reichen, wenn ich mich nicht noch anders versorgen kann unterwegs. Was aber nicht das Ziel ist, weil das Ziel ist, auf schnellstmöglichem Weg zum Heimatort zu kommen. Und dann reicht es aus. Navi habe ich nicht dabei, um jetzt die ganze Zeit aufs Navi zu starren, was für Wege dass ich gehen muss oder welche Wege ich benutzen muss, sondern ganz allein dafür, dass man ab und zu mal zwischendurch ganz kurz anhält, Navi einschaltet, sich eine Orientierung gibt, wo bin ich denn, welche Möglichkeiten habe ich, und das ist einfach nur noch mal zum Abklären, zum Absichern. Ist schön, wenn man es hat, schönes Gimmick, aber hauptsächlich ist für mich natürlich Kompass und Karte der wichtige Punkt. Das ist das Verlässlichste, weil hier sind Batterien drin, Batterien können ausfallen. Selbstverständlich darf natürlich auch mein Messer nicht fehlen, logisch. Und hier habe ich automatisch auch einen Feuerstahl mit dran und eine Ledernadel, um irgendwelche Dinge zu reparieren. Also damit bin ich voll versorgt. Mehr ist nicht notwendig. Kann natürlich, also selbst wenn ich 2 Tage unterwegs bin, ist eine Übernachtung auf jeden Fall unbedingt erforderlich. Jetzt 4 Stunden lang Holz und Zweige und den ganzen Mist zusammenzusuchen, das ist nicht, überhaupt nicht mein Ding, gar nicht mein Ding. Und deswegen auch ein Bascher. Mit einem Bascher habe ich alles, was ich brauche. Ein Zelt ist eher kontraproduktiv, weil wenn ich in einer Zeit, in der nicht mehr jeder mein Freund sein will, okay, das sage ich heute auch schon so, wenn ich schon in so einer Zeit unterwegs sein muss oder sein will, dann will ich auch Kontakt zur Umwelt haben. Ein Zelt ist immer ein geschlossener Raum, also ein optisch geschlossener Raum, der aber 0% Sicherheit gibt. Das heißt, ich habe keinen Kontakt, ich habe keinen Sichtkontakt zu meiner Umgebung, und da würde ich mir sehr, sehr viele Nachteile automatisch mit einkaufen. No way. Aus dem Grund Bascher. Ein Bascher ist je nachdem so einzusetzen, dass ich es auch wie ein Zelt ganz schließen kann, wenn die Umweltbedingungen so widrig sind, dass es sein muss. Ich kann es auch als geschlossene Einheit aufbauen, aber ich kann es auch so hoch setzen, dass ich darunter liegend eine Ringsumsicht habe und immer die Kontrolle haben kann. Natürlich sind hier die entsprechenden Leinen zum Abspannen auch automatisch schon mit dabei. Das Bascher hat auch noch den weiteren Vorteil, auch für unterwegs, eine weitere wasserdichte Schicht für mich, für über den Körper, für über den Rucksack bieten zu können. Dafür ist das Bascher da. Es ist schlecht in Zeiten, wo man nicht gesehen werden will oder nicht gesehen werden darf, mit Licht zu hantieren. Gar keine Frage. Weil nachts und Licht zieht alles auf dich. Alles. Geht nicht. Genau aus dem Grund habe ich diese kleine Stirnlampe gewählt. Die ist schon eine Nummer größer. Ich habe auch schon mal ein Video darüber gemacht. Das ist die größere Lampe, mit der man sogar ein Feuer entzünden kann. Durch die Stärke des Lichtstrahls. Aber was diese Lampe eben hat, sie lässt sich ganz, ganz, ganz extrem weit runter dimmen, dass man quasi nur noch einen leichten Schein am Boden vor sich hat, das, was man braucht, wenn es eine wirklich stockdunkle Nacht ist. Und diesen leichten Schein vor einem am Boden, wenn der Reflektor nicht direkt in das Auge irgendeines Beobachters trifft, also auf die Netzhaut, dann sieht diesen leichten Schein niemand. Ab
5-6 Meter Entfernung siehst du diesen Schein nicht mehr. Aus dem Grund habe ich diese Stirnlampe gewählt und ich verwende sie auch sonst immer, jetzt auch. Und ich bin wirklich mega zufrieden damit. Manche Leute glauben, sie müssen da wahnsinnige Lichtkanonen haben und dann kommen wieder andere und sagen, ah, Rotlicht, Rotlicht. Quatsch. Du siehst Rotlicht genauso auf Distanz, ganz genauso wie Weißlicht, Grünlicht oder Blaulicht. Wichtig ist die Position des Reflektors deiner Lampe zur Netzhaut eines Beobachters und es entscheidet, ob jemand dich ausmachen kann oder nicht. So ein Reflektor von der Lampe ist immer wie so ein Spiegel, so ein Signalspiegel bei Tageslicht. So kann man sich so ungefähr vorstellen. Ja, das sind meine Teile, die ich mit dabei habe. Ich zeige sie noch mal ganz kurz hier auf dem Baumstamm ausgelegt. Hier haben wir einmal den Grenzjäger, diesen Sauwetter Grenzjäger. Ein wunderbarer Rucksack, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das Navi als reines Backup oder zum Sehen, wo man sich befindet gerade, was in der Umgebung so ist. Das zeigt der Kompass nämlich nicht an. Und ansonsten Kompass, zwei Karten, was zum Notizen machen oder Notiz hinterlassen. Dann die Warnung vor unerwünschten Gästen. Bleib stehen, ich habe Corona. Arbeitshandschuhe, Trinkflasche, Trinksystem, Kochsystem auch hier mit drin. Kennt ihr ja, habe ich schon gezeigt, mit Becher und das ganze Zeug. Mit Wasserfilter, ach, den habe ich vergessen zu erwähnen. Aber der ist nur drin, weil er immer drin ist. Hier mein Säuer-Wasserfilter. Der ist einfach immer drin und der bleibt auch drin. Das ist das ganze System. Dann ein bisschen was zum Essen und Trinken. Was heißt Essen? Suppen kann man auch essen, klar. Kaffee. Hier noch ein bisschen Energieriegel. Stirnlampe. Messer mit Feuerstahl und Ledernadel hinten dran. Erste-Hilfe-Kit mit Chlordioxid. Mein Wascher mit kompletter Verleinung innen drin. Die Thermohose. Eine extra Jacke. Eine dampfdurchlässige Jacke, ein Scarf und Fachbuch. Mit diesen Materialien komme ich auf jeden Fall 120 Kilometer weit. Auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen hungrig nach zwei Tagen, aber kein Mensch kann in zwei Tagen verhungern. Unterwegs um diese Jahreszeit im Schwarzwald jede Menge Wasser. Wasser ohne Ende. Filtermöglichkeiten mit dem Wasserfilter auch gegeben. Also passt, mehr muss nicht sein. Es geht nur um ein notfallmäßiges Zurückkommen auf der kleinsten Fortbewegungsart oder auf die kleinste Fortbewegungsweise, die mir möglich ist, nämlich meinen eigenen Füßen. Kann ich im Auto zurückfahren, bin ich in 1,5 Stunden zurück. Kann ich verschiedene andere Transportmittel verwenden, benutzen, Bus, Zug, Taxi, egal was da ist, dann bin ich auch in einem Tag wieder zurück. Sind diese Möglichkeiten nicht gegeben und ich muss wirklich meine Fortbewegungsmöglichkeit ganz, ganz runterbrechen, bis auf die kleinste, die ich habe, meine Füße, geht. Damit geht's. Kein Problem. Ich habe noch ein paar Sachen mehr dabei. Okay, ich habe noch das Back hinterm Back dabei. Habe ich noch. Aber diese Dinge zeige ich nur in einem extra Video meinen Patrons. Da müsst ihr jetzt mit dem zufrieden sein. Alles andere, was mehr ist, wäre ziemlich sinnlos. Klar kann man jetzt sagen, ja, du kannst noch einen Zunderbeutel mitnehmen, das verbessert die Qualität. Nein, verbessert keine Qualität. Auf gar keinen Fall. Weil ich will ja nicht bewusst absichtlich unterwegs sein und jetzt buschkraftmäßig mich aufhalten in den schönen Wäldern des Schwarzwaldes. In den schönen Wäldern des Schwarzwaldes? In den schönen Gebieten des Schwarzwaldes. Das will ich nicht. Ich will ganz einfach nur schnurstracks, nach Möglichkeit schnurstracks, von Punkt A nach Punkt B kommen. Das ist alles. Vielleicht hat euch das Video gefallen, würde mich natürlich auch freuen. Dann sehen wir uns vielleicht wieder beim nächsten Video.